Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit etwas Besonderem und zwar... Über Deutsche und das Bernie P. Lol. Bernie P. Jetzt hat er mir reingesprochen. Er hört mich nämlich nicht, weil ich habe mein Mikrofon gemutet, dass ich das Ganze für euch kommentieren darf. Und zwar natürlich ein Bollwerkgefecht mit meinem Clan. Das ist natürlich das Schönste, seinen Clan ein bisschen im Bollwerk Vergiss zu sehen. Nicht Autoloader focussen, ja. Und dementsprechend schauen wir doch mal, ob es hier von Erfolg gekrönt sein wird. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, eben hier den Hügel zu nehmen und also einfach mal den hoch, Spot zu machen. Ja, ihr drückt gleich hoch. Macht gleich hier einen Spot, guckt mir mal das an, was hier steht. Da ist... Reiz 90 rausnehmen. Reiz 90, wir schießen 13, 90, der muss raus. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Ihr aus den 15. Viel verloren. Jetzt kann ich doch hier schon mal ganz gut wirken. Ihr beide verpisst euch die da oben. Der WZ fährt als einzigster hoch. Alle anderen hier Feuerpussy. Ihr beide nehmt mir die 1500er raus zu dritt. Der WZ bitte unterstützt den. Ich hab Nachladen gedrückt, sorry. So, jetzt. Wird hier schon ein bisschen Action gemacht, der 1390 ist schon eben oben. Feuererlaubnis erteilt. Bitte hier Feuerlinie. Nix den Weg, FCM. Ja. In den anderen. Muss ich aufpassen, dass ich natürlich nicht von dem 1390 da gebasht werde. Gecko? Ja? Dein letzter Schuss müsste hoffen. Weiß Komm hier nicht mehr raus. Ja, dann lass das. Die der WZ zurück, der FCM und die T32 so rum. Ruhe, den 1390 zu zweit, den 1390 will ich raus haben. Oh oh. Ja, habt ihr gehört, ich soll auf den 1390 vom, gehen. Vom Hügel runter. Okay, alle bereit. Ihr lässt euch droppen. Okay. Okay. Dann drücken wir. Warte. Stopp. Jetzt drücken wir. Alle zu viert. Ihr lässt euch droppen, ihr vier. Bisschen Verwirrung reinbringen. Die anderen gehen da hinten drauf, da ist gerade die Spannung eigentlich höher als bei uns. Nee, den das Knispel. Den 300er bitte, genau, den 800er jetzt. So, der AMX scheint eher weg zu sein. Fahren, Leute. Kaum sage ich es, ist er doch da. Feuererlaubnis erteilt. Ah, da habe ich in den Boden geholzt. Oh, da ist er weg. Ja. Genau. Dann machen wir es doch leicht, wenn er hier so... Bleibt doch da! Ja, nur Schüsse oben auf dem Hügel? Ja. Alle anderen. Ja. Aber ich glaube, die machen das gerade schon weg. Achso, sind schon zu zweit. Ja, ich hab die zu zweit. So, da haben wir doch einen einfachen, aber netten Sieg eingefahren. Ein 10 zu 1. War prima. Spricht, jetzt haben wir gar keinen schlechten Gegner gehabt. Dann war doch jetzt mal was für Let's Play, oder nicht? Ja, okay. Natürlich ja, eine. Das müsste sogar sein. Ah, jetzt sagen sie schon, also wie gesagt, diese Runde wird genommen, weil die davor waren alle ja, schlecht. Hast du, aber habt ihr gut gemacht. Ja. Also habt ihr trotzdem alle gut gemacht. So, jetzt schauen wir doch hast mal hier. Die haben Fokusfeuer auf, das Weich, auf den weichesten Panzer direkt gemacht. Scoreboard, dementsprechend. Das war leider der FCM. Das macht nichts. War doch ein bisschen was da. Und ja, wir machen aber noch eine zweite Runde, würde ich sagen. Dementsprechend bleibt's dran, es gibt noch eine Runde. So, wie versprochen, zweite also Runde. Diesmal auf Südküste. Vergiss nicht bei der Fahrt schießen. Gegen wieder. Manchmal hat man auch so viel Lack mit einer ES3, dass man den penetriert. Ganzen Clan. Ich darf mal wieder den aggressiven, schnellen Spot machen. Das ist natürlich mein Lieblingsarbeit. Aber wie gesagt, mit dem Ruh ist es einfach. Allein schon, weil er schön zum Anschauen ist. Gegner schreibt wenigstens Zeichen, die ausschauen wie. Ja, jeder kann sich davon. Oh, Camping Hard. Selbst ein Bild machen. Ach. Fährt. Fahrt einfach durch. Nicht zielen. Da, Tiger 2. Ruh ist auch hier. Alle bleiben hier. Ruh zieh dich zurück ganz. Ruh probieren als erstes rauszunehmen, wenn es geht. Bereit zu Feuer. Oh, die haben gut aufgeteilt. T32, FCM, unterstützen mal.
Wir müssen jetzt die Seite clearen, verstanden? Alle hier fünf bereit. So, jetzt habe ich hier Unterstützung von meinen Clan-Membern. Ja, deswegen ja. Jetzt kann ich mich dementsprechend von hinten. Okay, warte, alle bereit? Okay, umpositionieren. Oh, so viele. Und hinten T37. Ne? So, der erste. Ja, dann machen wir jetzt, gehen wir alle rein. Jetzt 3, 2, 1 zurück. 800er, beide 800er raus. So, jetzt der BZ. FC nachrücken. Ja. Durchfahren, 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 Leute, durchfahren, nicht stehen bleiben. So. 112er. Jetzt haben wir den weg und jetzt komme ich eigentlich ganz gut auf die... Ihr beide drückt hier rein. 96 unterstützt hier. Auf das Heck der ganzen Gegner. Hoffe ich doch. Oh, von hinten. So, kleiner Jump. Jacko, fahr doch durch. Du musst durchfahren bei sowas. Du blockst die ganzen Handys. 500er, 500er, Leute. Mhm, hier drauf. Ich komme nicht so ran, wie ich rankommen will. Jetzt stehen sie da auch so doof. Schade. Lass schieß auf den 500er. Ich prall auch noch ab. D32 FCM HP anbieten, bitte. So, jetzt aber besser. Der jetzt auch weg. Der Ru kann jetzt hochfahren und die fahren von oben beschießen. Oder so. D32. Ich fahr jetzt da nicht hoch. Zurück, Klausen vor. Lars vor. Ich hol mir jetzt da einfach noch ein bisschen. 1390, den T32 will ich noch mal raus haben. Noch drei Schuss. Mal gucken. Hier ist nicht mehr übrig. So, der ist weg. Und jetzt? Ja, alles okay. Okay, einer hat gereicht. Ein schneller Sieg. Hast du eine Munition-Explosion gegeben? Drei Kills gemacht? Nö, ich hab den vorher gerammt, dass der stehen bleibt und dann haben wir mal reingeschossen. Da sieht man. Schön, Leute, schön, hat mir sehr mit gefallen. Guten wenn, Teamplay. Leute, wenn ich drück, dann drückt ihr nicht, bleibt nicht alle hinten stehen und dann habe ich gesagt, drückt vorbeifahren und die von hinten schießen, mir egal wie. Sound muted. Mit gutem Teamplay, da wollte ich Ihnen das nicht untersprechen, mit gutem Teamplay kann man also auch einiges reißen. Dementsprechend konnte ich mir da die drei Kills holen. Wir haben den Sieg, glaube ich, sehr überzeugend eingefahren. Und ja, wie gesagt, ich kann jedem nur Bollwerke empfehlen. Mich würde es aber interessieren, wie gesagt, was ist eure Meinung dazu? Lasst mir doch die Kommentare dazu da. Ansonsten viel Spaß weiterhin und bis bald, euer Alcaram.